Oh, scheiße, war das knapp. Scheiße, war das knapp. Puh, 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 puh. Alter Schwede. Ah, yeah. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der 29. Folge Enderkids. Wir haben heute das Kid Enderman und der Enderman schneidet mit 5 Enderperlen alleine durch das Teleportieren mit diesen keinen Schaden und kann Enderdrohnen aus einer größeren Distanz öffnen. Ja, geil. Ich wollte jetzt mal für Extreme Hills. Moment, ich muss hier das mit meiner Maus ein bisschen regeln, weil ich habe einen mini kleinen Tisch, ja? Und dann ist das alles so warm voll, das ist ein bisschen aufregend. So, in 20 Sekunden geht's los. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns auf der Plattform. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon auf der Plattform. Ich sollte mich mal ordentlich hier hinsetzen. Ich bin noch ein bisschen verpeilt jetzt. Ja. Noch 20. 10. 10. 9. 8. Ja, egal. Zack. Und 3 Eisen gleich kassiert am Anfang. Ja, und ein bisschen Stuff. Das ist schon geil. Schnell weg da mit der Enderperle. Wo bringt sie uns denn hin? Unsere süße Perle. Unsere sweet Perle. Ich gehe hier mal durch. Mal gucken, was sich hinter der Höhle verbirgt. Man, ich würde mir mal so gern wieder einen Shader installieren, ey. So gerne einen Shader. Ich mag Shader ganz gerne. Aber ich denke immer so, ja, mit Shader laggt's, aber mir laggt mein Minecraft gar nicht, ja. Das liegt, wenn am Server oder wenn ich jetzt zum Beispiel an dem PC von meinem Bruder spiele. Aber auf meinem PC laggt da gar nichts. Oh, geil. Geil. Läuft bei uns auf jeden Fall. Läuft bei uns. So würde ich das mal gerne machen. Dann würde ich das hier gerne so machen. Dann haben wir schon mal Helm und Schuhe wegen Fallschaden. Dies, das. Hier ist auch noch eine gespawnt. Das ist natürlich super, wenn sie vor deinen Augen spawnen. Dann brauchst du dann nicht mehr viel zu machen. Das ist dann natürlich immer so, dass immer die Leute so hilfsbereit sind. Wir könnten uns natürlich jetzt auch Eisenschuhe machen. Mache ich mir jetzt aber, glaube ich, nicht. Denn, ich finde, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Oh, da ist schon die Grenze. Aber da hinten, da ist eine Kiste. Oh, da hinten ist jemand. Okay, er brennt. Und er ist tot und er hätte uns fast gekriegt. Weil ich einfach zu dumm bin zum Spielen. Ist das? Oh, und ich war so klar, dass ich vergiftet wurde. Dass ich vergiftet wäre. Sagen wir mal so. Nein. Oh, jetzt habe ich meinen Schuh weggeworfen, ich Idiot. Oh, ich muss weg. Ich muss weg, weil da verfolgt mich einer, glaube ich. Da ist ein Tier, ja klar. Und dann wegrennen, einfach mal die Kisten looten. Ja. Finde ich einfach mal ganz nice. Eine ganz nice Aktion, ja. Dann ist da was zu essen drin, glaube ich. Nee, aber 3 Diamanten für einen Dierhelm. Ey, bei uns läuft. So. Und wo ist unser Holz? Haben wir wieder. Es war so klar. Immer, ach, ich meine, ich bin so verpeilt. Ich bin ein richtig verpeilter Boy. Oh, dann werde ich... Ah, alter Schwede. Also manchmal denke ich mir so, wer und was bist du? Du bist kein Mensch. Aber auch kein Tier. Du bist ein YouTuber. So würde ich das dann gerne, glaube ich, machen. Dann würde ich noch gerne solche Schuhe hier machen. Dann würde ich... Nein! Wir haben unser komplettes Eisen einfach mal verloren. Unser komplettes Gold. Warum? Warum ist das so? Das habe ich den Leuten hier nicht erlaubt. Ey. Und jetzt kommt noch einer auf uns zu und wir haben wahrscheinlich eine Kackausrüstung im Gegensatz zu ihm. Und jetzt werden wir wahrscheinlich deshalb sterben und ich werde mich dann wieder aufregen. Und ja, deswegen laufe ich jetzt einfach mal auf und davon. 75 Blöcke ist einer von mir entfernt. Okay, ich muss noch schnell looten hier. Looten bis zum Bluten. Und 6. Ich weiß es nicht. 666.
93 Blöcke. Okay, ich gehe. Oh, ich weiß nicht. Soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Nein, ich habe Angst. Und schreiben wieder alle in die Kommentare. Du bist ja eine Pussy. Sorry, aber ihr wollt ja immer Gameplays, wo ich gewinne. Deswegen kann ich dann nicht immer gleich so richtig hart offensiv spielen. Das wisst ihr aber auch. Das wisst ihr. Dino holen wir uns jetzt hier nicht. Ich wusste es, dass der so richtig OP ausgerüstet ist, höchstwahrscheinlich. Aua! Super, dass ich brenne. Warum treffe ich ihn nicht? Na super. Lassen wir ihn jetzt, glaube ich, erstmal gehen hier. Der hat mich richtig gut angezündet. Der braucht sich noch einen Hit, dann ist er tot. Ein Hit noch. Komm schon. Komm schon, mein Freund. Den schaffe ich doch noch. Ey, bin ich jetzt komplett scheiße, oder was? Komm her doch. Oh, 60 Blöcke. Okay. Gut, danke, lieber Gott, dass wir jetzt ein bisschen chillen dürfen. Nee, wir dürfen ganz und gar nicht chillen. Nein, nein, nein. Schnell Brote gemacht und weg da. Weg. Weg, weg, weg. Ich hole mir hier noch schnell das Fleisch hier mit. Für den Notfall. Diamanten haben wir jetzt einige. Wenn wir doch nur mal zum Craften kommen würden. Wenn wir dann einmal nur zum Craften kommen würden. So, zack und zack. Und jetzt ganz schnell gucken. So. Okay, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. Nicht mal so kacke mit Leder und so. Dann haben wir jetzt einmal getroffen und jetzt treffen wir ihn hoffentlich nochmal. Oh, der hat ein verzaubertes Schwert. Oh, oh, oh. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Aber wir sind ja Endermann. Okay, wir haben ihn auch einmal getroffen, aber das ist jetzt ein anderer. Was ich jetzt tue. Ich bin dumm. Oh nein, komm schon. Ich muss das schaffen. Wie ihr gesehen habt, als Enderman ist das hier ziemlich geil. Dass man sich bei den Leuten dann das so nachteleportieren kann, ja. Das ist dann richtig cool. Und jetzt der letzte Schuss. Oh nee, sonst werde ich auch noch teleportiert. Nein. Schnell! Nein! Und ein Hit! Ein Hit noch, komm! Nein! Oh! Scheiße war das knapp! Scheiße war das knapp! Puh, 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 puh! Alter Schwede! Und der hat ja auch noch ein Schärfeschwert, ey! Scheiß die Wand an, Alter! Scheiß einfach mal die Wand an! Zwei Spieler leben noch, das heißt ich und der Letzte. Und jetzt bin ich richtig, ich bin gerade richtig, richtig hart, richtig, richtig, richtig hart am Zittern. Der schreibt schon Good Luck. Ich kann es mir schon denken, warum, weil er wahrscheinlich cool hier ist. Wir könnten uns auch einiges craften, aber ich muss jetzt erstmal weg und erstmal reason. Weil ich gehe jetzt nicht ein Risiko ein und, oh, Alter, ich bin richtig am Zittern gerade. Das geht richtig aufregend. Und wir haben kein Holz. Ach du meine Güte. Ach du, ach du, ach du Scheiße. Wir könnten uns so einen tollen Brustpanzer bauen, ja? So einen tollen Brustpanzer. Aber wir haben genügend Enderperlen. Wir könnten uns da ein bisschen teleportieren, ja? Okay. Weg von ihm hier. Weg von ihm. Weg von ihm. So, gut. Da ist eine Werkbank. Und jetzt geht's ans Eingemachte. So. Erstmal würde ich sagen, das hier. Da machen wir uns sexy Schuhe. Zack, 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 zack. Haben wir Äpfel? Nein. Hätten wir nämlich einen Apfel, dann könnten wir uns einen goldenen Apfel machen. Deswegen farm ich jetzt mal einen Apfel. Wenn hier welche rauskommen. Das wäre natürlich echt super. Habe
ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Ich glaube, das ist richtige Zeitverschwendung, was ich hier mache. Ich sollte mir stattdessen wahrscheinlich ein paar Brote machen. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt eigentlich ja gerne machen würde, ich würde gerne mit den Spinnennetzen arbeiten. Mit den Spinnennetzen. Und wir haben keinen Apfel, ne? Keinen Apfel. Das ist dann immer so eine Sache. So, wir rennen jetzt einfach mal auf ihn zu. Wir haben leider kein Level, damit wir irgendwas verzaubern können hier. Schnell die Brote hier runter und jetzt geht's erstmal mit dem Bogen los. Okay, wir sind eigentlich eh fast gleich ausgerüstet. Er hat eigentlich auch sehr viel Dia. So. Wir haben ihn schon ganz schön gut gehittet, glaube ich. Schnell! Das drücke ich ihn dann jetzt nicht. Ich bin einfach zu nervös jetzt gerade hier zum Spielen. Alter! Nein! Ich stehe mitten im Wasser und mache einfach mein Inventar auf, ich Idiot! Bitte ins Wasser! Komm schon, ins Wasser! Ja, Mann! Nein! 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 Wie dumm! Wie dumm! Wie dumm! Wie dumm! Wie dumm! Wie dumm! Ey, das... Alter! Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich kam da nicht mehr raus. Ich konnte da... Irgendwie war der Lavastrom so, dass ich da nicht mehr rausschwimmen konnte. Warum? Und ich bin so dumm und bin Enderman und schieß keine Enderperle. Ey. Ey. Leute, Leute, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Es regt gerade ein bisschen auf. Das muss ich jetzt erstmal sitzen lassen. Ich war so aufgeregt. Ich glaube, wir hätten den noch locker bekommen. Und dann wurden wir auch noch getauscht und er ist in der Lava gesessen. Aber man hat eindeutig gesehen, dass der einen goldenen Apfel gegessen hat von den Effekten her. Aber was soll man machen? Es war schon eine ganz gute Runde. Und deswegen lasse ich die einfach mal drin, weil die ganz cool war. Und zweiter ist ja auch nicht so schlecht. Und ja, Leute, ich würde sagen, mein Fazit zu dem Kit Enderman, es ist ein sehr nützliches Kit, vor allem dann in solchen Situationen, wo ich jetzt gerade war, hätte ich eigentlich die Enderperle werfen sollen, zack, wäre ich weg gewesen und hätte keinen Schaden bekommen und hätte dann vielleicht das Wasser setzen sollen. Und ich habe das Wasser auch extremst dumm gesetzt. Ja, ich muss sagen, gut gespielt, wer auch immer du warst der Spooky. Spooky, du hast gut gespielt, aber es ärgert mich, dass ich tot bin. Aber Leute, mein Fazit zu diesem Kit, Daumen nach oben, das Kit ist wirklich super geil. Ich spiele das auch sehr, sehr gerne und auch ein sehr, sehr nützliches Kit. Dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, über einen Like und so Bewertungszeugs und so freuen und Kommentare auch. Und ja, das war's eigentlich und ich würde sagen, tschüss.